So, da sind wir wieder. Hallo zusammen. Herr Krümel schreibt gerade, den Tag abwarten würde nichts bringen, wenn ich keine Waffen habe. Ich kann natürlich auch einfach sterben. Ich bin ja rausgegangen in der Erwartung, dass ich sterbe an der Infektion. Also, ich finde es eigentlich ein bisschen komisch, dass die Infektion nicht mehr umbringt, weil es, das ist ja eigentlich der Hintergedanke auch hinter Seven Days to Die, oder? Hm. Also zieht dich die Infektion nur noch starke Mitleidenschaft. Ich höre einen Hund hecheln. Ich habe einen Hund hecheln gehört vor mir. Meine ich. Und das war keine Spende. Bogenwaffen. Ihr habt doch alles oben. Ich habe auch keine Pfeile mitgenommen. Ich hab extra. Ich bin noch fest in der Annahme rausgegangen, dass ich jetzt sterbe an der Infektion. Genauso dieses Grundhecheln hat sich nämlich. Ich habe aber einen Hund hecheln gehört. Deshalb habe ich den Ton genauso eingestellt. Kind, das kleine Haus hinter dir. Nee, ich möchte. Ich hab dicken Kopf. Gehalten am Buddeln bringt überhaupt nichts. Die buddeln sich hinterher. Wenn nur noch die Feralen da sind, dann werde ich die versuchen, morgen früh zu killen. Diese Leuchtdinger. Seht ihr hier gerade noch irgendwas rumlungern? Nee, ne? Als wüsste der, wo ich bin, oder? Schon ein bisschen creepy. Tempered Blade Schematik ist das, ja. Wollen wir mal Something Rifle. Ich habe keine Verbände, dann bringt mir Essen ja nichts. Deshalb wollte ich ja draußen Stoff geholt haben. Ich hatte noch zwei Verbände. Wo habe ich den reingedrückt, Mann? Wir machen hier die Ordnung in den Kisten. Ist ja unglaublich. Den nehmen wir erstmal. Du kleine Misselende, du bist ja wieder da. Denkst an Barbed Wire und Spike Club. Ich kann kein Stacheldraht herstellen. Dafür fehlt mir der Skill. Deshalb weiß ich immer noch nicht genau, was meinst du denn? Soll ich beim Händler Barbed Wire und Spike Club suchen? Kannst du nicht mehr ansehen. Es gibt den Barbed Wire Mod. Dafür brauchst du die Barbed Wire Mod Schematic. Sonst kannst du den nicht herstellen. Ach so, okay. Dann kannst du Stacheldraht um. Das ist ein Mod zu einem Knüppel. Du gehst, klickst den Knüppel an, sagst dann Modify und dann kannst du Mods reinpacken in den Knüppel. Und dann kannst du da Stacheldraht drumherum wickeln. Und dafür brauchst du diese Sachen. Das ist schon ziemlich krass, ne? Oder? Forge Steel 5. Hm. 7 Stoff in der Kiste. Danke.
Hund. Und die Dicken sind wieder da. Da ist der Köter hinten. Zwei. Verschießt der echt gerade Eisenpfeile für die Köter? Ich hab hier noch so viele Steinpfeile gehabt, oder nicht? Hab ich die echt alle verschossen? Ja, ich weiß, Bitte und Vorhang. Ich hole mir meistens draußen, habe ich gelesen, Cryptics-Fan. Ich glaube, wenn ich jetzt einen anschieße, dann habe ich sie alle hier im Haus, ne? Den hätte ich schon ganz gerne mal gleich. Wir warten bis 4 Uhr. Baba, Skara, ich wünsche noch allen viel Spaß, schönen Reststream. Danke nochmal für Zeichen der neuen Vision, alles was mit zu tun hat. Ja, ich hoffe auch, wir sehen uns wieder so oder so in der A17. Keine gute Idee. Richtige Belagerung. Um diese Uhrzeit nicht, nee. Der Hund muss erst weg. Mit den Kötern kann ich nicht rausgehen. Hat die mich gesehen? Ja, höher halten, ich weiß. Ist ein Hund jetzt? Da ist der Hund. Die Frage, wie viel höher, ne? Man sieht's nicht. Okay. Na komm her, Hundi. Geh die Treppe hoch. Hält dir was aus? Was ist denn? Das sieht ja cool aus. Oh, mein Nachtsichtgerät. Hallo. Noch da. Wir waren ein zweiter Hund da irgendwo, ne? Oh, du siehst nix in der Waschküche, ne? Ich hole mal nochmal einen Knüppel eben. Den habe ich ja auch drin gelassen. Habe ich den hingepackt? Knüppel aus dem Sack. Okay, killen wir sie erstmal einzeln. Wir müssen sie auf alle Fälle beseitigen. Jetzt wisst ihr, wer der letzte Hund ist, ne?
Mut, der muss doch hier gestorben sein. Hat er sich gerade schon aufgelöst? Okay, Ladies. Der Hund ist. Also noch sind die nicht despawned da hinten. Es sind mir zu viele von diesen Frauen hier. Und dann schalten wir auf Eisenpfeile um. Für die Jungs. Da kommt schon ein bisschen näher, ne? Oh Gott, du lebst ja doch noch. Ich war mir noch nicht so sicher. Was? Phantomatica. Danke für den Follow. Und Phantomas hatten wir uns nicht gestern schon irgendwie? Wo ist er jetzt hin? Ach, da unten. Also der rennt schnell. Gut, so wissen. Das tangiert ihn gar nicht, ne? Irgendwie, oder? Komm her. Jetzt aber. Ich weiß nicht, die Zombies lassen ja keinen Loot mehr fallen. Meistens. Warum treffe ich den denn nicht? Aber ein bisschen besser muss ich schon mal. Ja. Ja, ja. What the heck? Ich komme hier nicht hoch. Ich bin der Hocke. Sag das doch. Wo ist er denn? Ist doch schon drin, oder? Schande, ey. Blöde Idee, für die den ersten Block weg haben, kommen die rein, ne? Fällt mir jetzt gerade mal so auf. Das klingt so, als wäre da schon drin hier. Ja.
Ich konnte eben nicht laufen. Und ich war nicht in der Hocke. Ich konnte eben nicht laufen. Ich weiß nicht, warum ich nicht laufen konnte. Ja, Nachladepfeife. Ich weiß es gar nicht. Wo möchte ich es spawnen? In meinem Bett? Fällt, you are bleeding. Warum blute ich denn? Warum blute ich denn? What the heck? Wie bluten ist ein Bug? Der hat mich mal eben richtig krass runtergebracht. Hör mal auf, was heißt bluten ist ein Bug? 23 Uhr. Also mein Bedarf ist gedeckt, ey. Nächsten Tag ist Hordentag, ey. Oh Gott, jetzt habe ich Angst vor Dienstag. Stimmt, es ist 23 Uhr. Das macht mir aber noch Spaß. Nee, ohne Scheiß, die Zeit geht echt schnell rum. Ich brauche meine Sachen da draußen wieder. Wir nehmen jetzt erstmal den Bogen. Ich habe jetzt die ganzen Steine, ne, im Inventar gehabt, ne? Weil ich mir noch Dings gecraftet habe, ne? Dann müssen wir die Stahlfalle jetzt nehmen, um den anderen Krams wieder zu kriegen. Wenn die da draußen noch stehen, kann ich das vergessen. Oder? Habe ich mir hier eine Steinaxt irgendwie noch übrig? Psch, psch. Zu spät, ich hab sie schon im Haus. Also zumindest müssen wir die Folge noch zu Ende aufnehmen. Und ich bin erst bei... Nein, nächste erst. Okay, hier muss ich mehr weghauen. Gehen die nochmal weg? Markier den Rucksack. Ich kann mich eigentlich nicht ausloggen, bevor ich den Rucksack nicht wieder habe. Vorher kann ich mich eigentlich nicht ausloggen. Kann ich eigentlich nicht machen. Beloro und Core Soldier Gaming. Vielen lieben Dank für den Follow. Da ist keiner. Irgendwo war noch der Köter. Da ist keiner. Ich sehe da schon einen laufen. Irgendwo bei meinem Rucksack. Da ist mein Rucksack. Und da ist der Köter. Nochmal Vitamine. Die hilft mir da auch nicht.
Ich habe nicht mal mehr Woodframes, die ich benutzen könnte. Oder Holz für Woodframes gerade. Was mache ich denn jetzt, Mensch? Rocket Launcher. Da bringe ich mich selber mit um. Ich kann höchstens versuchen, die wegzulocken. Ich bin ihnen ja vorher auch weggelaufen. Ich bin ihnen ja auch vorhin weggelaufen. So, um die wegzulocken, erstmal von der Stelle da. Was Besseres fällt mir nicht ein. Ich muss den Hund erst wegkramen. Kommt hier doof zu mir rüber. Muss den Hund erst wegmachen. Der Feind der Campfire, immer dieser Mittelfinger vom Spiel, ne? Nicht an Campfire finden. Da ist der Köder. Mehr Hundi. Hund ist weg. Der andere Typ läuft hinter mir her. Hat aufgehört, glaube ich. Mich verloren. Hund ist weg schon mal. Okay. Hund ist schon mal weg. Das ist gut. Die laufen halt sofort in Richtung Lärm, ne? Pass mal auf, wenn ich auf den einen schieße und die laufen Richtung Lärm, dann müsste ich sie doch von meinem Rucksack wegkriegen. Ich lade jetzt nicht nach. Ich hatte einen Mega-Quatsch, ja. Ich jetzt wüsste, welchen von den beiden ich so oft angeschossen habe. Ich würde ja schon ganz gerne versuchen, den zu killen, den Typen. Aber welcher war es? Nein! Scheiße! Nein! Das kann doch nicht! Okay. Oh nein. Oh Gott. Das
Wo kam denn dieser Scheißköter her? Ey, Mann, es lief so gut. Es lief gut. Es lief so gut. Wenigstens sind die jetzt weg hier. Ich hoffe nicht, dass sie zurückkommen. Oh mein Gott. Das kann ja was werden, oder? Wenigstens sind sie vom Haus weg. Das kannst du laut sagen. Die machen wir auch noch eben weg hier. Und dann könnte ich mich für den Rest des Tages mit Ressourcenfarmen beschäftigen bis zum Tag 14. Das geht nicht anders. Ich brauche Stein und Holz, um immer überhaupt wieder Pfeile herzustellen und sowas. Okay, aber das machen wir, glaube ich, auch heute nicht mehr. 23:14. Ich habe zwar morgen frei, aber ich glaube, ich sollte mich nach wie vor noch ein bisschen schonen. Hat mir unheimlich Spaß gemacht, die ganze Zeit über zu streamen. Sehr gerne wieder. Ich weiß noch nicht, wie ich morgen streame. Morgen nehme ich auf jeden Fall mit Zwergtyp zusammen auf, erstmal. Abends. Da muss man gucken. Normalerweise machen wir das immer von 7 bis 9. Keine Steine, Spitzhacke und Eisen. Ja, Spitzhacke kann ich mir kaufen beim Händler. Das sollte man machen. Achso, du meinst Eisenfarmen. Ja, ich, was? Keine Steinpfeile, meinst du? Max? Oder wie war es gemeint? Ein bisschen würde ich gerne noch gucken. Ich hätte auch noch Bock zu machen, aber ich weiß nicht, was klug ist irgendwie so. Ich weiß es nicht, was klug ist. Also mir geht's super. Ich kann morgen auch schlafen. Ich habe morgen nichts vor. Warum nicht eigentlich, ne? Ich weiß nicht. Wir sind jetzt bei 28 Minuten. Auf jeden Fall beende ich mal diese Folge hier. So. Gute Nacht. Also an YouTube.